Für das Tzatziki habe ich mir jetzt hier schon fast alle Zutaten zubereitet. Ich habe hier ein bisschen pflanzliche Milch und einen veganen Frischkäse. Da könnt ihr den veganen Frischkäse eurer Wahl verwenden. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Produkte. Und die genaue Menge der pflanzlichen Milch, die ihr dazu gebt, hängt letztendlich von eurer gewünschten Konsistenz von dem Tzatziki ab. Also wenn ihr es ein bisschen flüssiger mögt, dann gebt noch ein bisschen mehr Milch dazu. Das könnt ihr ja zwischendrin anpassen. Und hier habe ich dann noch geraspelte Gurke, Knoblauch und Dill schon geschnitten. Und dann kommt nur noch Salz und Pfeffer dazu. Und ich beginne jetzt damit, dass ich einfach hier die Mischung aus Frischkäse und pflanzlicher Milch cremig rühre. Und dann kommen die restlichen Zutaten noch dazu. Cremig ist das Ganze jetzt schon. Wie gesagt, die genaue Konsistenz könnt ihr selbst entscheiden, indem ihr eben die Menge an pflanzlicher Milch anpasst. Und jetzt kommen hier die Zutaten noch dazu, werden untergemengt und dann könnt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken und es ist schon fertig. Und fertig ist mein blitzschnelles, einfaches, veganes Tzatziki. Ich mag die Konsistenz so jetzt sehr gerne. Aber wie gesagt, könnt ihr auch anpassen. Ich habe es jetzt noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Wer möchte, kann da auch noch ein bisschen Zitronensaft oder andere Kräuter dazugeben. Aber ich mag diese Variante am liebsten. Jetzt geht's weiter mit der Tomatenbutter. Ich habe jetzt hier eine vegane Butteralternative, dann habe ich Tomatenmark, Knoblauch, den ihr, wenn ihr möchtet, aber auch weglassen könnt, frisches Basilikum, ein bisschen Reissirup war hier noch irgendwo, Salz und Pfeffer nach Geschmack und ich glaube, das war's. Wer möchte, kann da auch noch getrocknete Tomaten kleingeschnitten dazugeben oder kleingeschnittene Oliven. Darauf werde ich jetzt verzichten. Ich werde das jetzt einfach nur in dieser Variante lassen. Und die vegane Butter, das ist ganz nützlich, wenn die Zimmertemperatur hat, damit ihr die mit der Gabel einfach vermatschen könnt. Und das macht ihr jetzt so lange, bis die Zutaten sich gut miteinander verbunden haben. Und so sieht die fertige Tomatenbutter dann aus. Mit Salz und Pfeffer, Basilikum, Tomatenmark, veganer Butter und das war's. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da halt auch noch andere Sachen reinhauen. Hier habe ich mir jetzt die Zutaten für den Spundekäse vorbereitet. Ich habe Paprika, Edelsüßpulver, ein bisschen vegane Butter, ein bisschen veganen Joghurt, ein bisschen veganen Frischkäse. Bei Joghurt und Frischkäse könnt ihr die Alternativen eurer Wahl verwenden, die ihr mögt und vertragt. Dann habe ich Hefeflocken, die kann man theoretisch auch weglassen. Frischen Schnittlauch, Knoblauch, Salz, Pfeffer, eine kleine Schalotte und noch ein bisschen Zitronensaft. Ich glaube, das war's. Und das Ganze wird jetzt cremig gerührt und dann ist es auch schon fertig. Gibt nicht viel dazu zu sagen. Ich bin richtig stolz darauf. Ich habe gerade probiert. Es schmeckt richtig, richtig gut. Und in meiner Erinnerung kommt es sehr nah an den Original-Spundekäse heran. Ja, mir schmeckt es richtig, richtig lecker. Sehr, sehr einfach und blitzschnell gemacht. Und die genaue Menge der Gewürze könnt ihr natürlich auch wieder eurem Geschmack anpassen. Man kann ja probieren und dann schauen, brauche ich noch ein bisschen mehr Salz oder weniger. Da kann ja jeder selbst entscheiden. Für den Süßkartoffel-Oberster habe ich jetzt hier Süßkartoffeln im Ofen weich gegart. Dafür habe ich die einfach in der Mitte halbiert und in den Ofen geschmissen. Ich habe da jetzt noch nicht mal Öl oder irgendwas drauf gemacht. Und jetzt höhle ich das aus und dann wird das Fruchtfleisch noch püriert. Die Süßkartoffel habe ich jetzt einfach zusammen mit dem veganen Joghurt, der sowieso in das Rezept reinkommt, püriert, cremig püriert.
Und jetzt ist noch dazu gekommen eine klein geschnittene Schalotte, frische Petersilie, Paprika edelsüß, vegane Butter, Salz und Pfeffer und Hefeflocken. Wenn ihr es jetzt noch käsiger haben möchtet, könnt ihr an dieser Stelle statt oder zusätzlich zu den Hefeflocken auch noch einen veganen Reibekäse eurer Wahl dazugeben und das quasi mit vermixen. Aber das bleibt ja euch überlassen. Und das Ganze wird jetzt vorsichtig verrührt. An dieser Stelle könnt ihr das Ganze jetzt noch abschmecken. Wenn ihr die Zwiebeln quasi nicht stückig haben wollt, könnt ihr es auch noch mal durchpürieren. Ich persönlich mag das ganz gerne. Jetzt könnt ihr schauen, mögt ihr noch ein bisschen mehr Salz und Pfeffer oder noch ein bisschen mehr Hefeflocken oder von mir aus auch eben noch irgendeinen veganen Käse drunter gerührt. Das überlasse ich euch. Ich mag es auf jeden Fall so, wie es jetzt ist und werde das Ganze jetzt auch so lassen. Zunächst einmal werde ich jetzt die Reiswaffeln grob zerbröseln. Grob zerkleinert sind die Reiswaffeln jetzt. Und jetzt habe ich Tomatenmark, was da dazu kommt. Und portionsweise Wasser. Und das Ganze wird jetzt erstmal vermengt. Ich taste mich mit dem Wasser langsam ran, weil ja, ich noch nicht genau weiß, welche Wassermenge ich final brauchen werde. Und danach kommen eigentlich nur noch Zwiebeln und Gewürze dazu. Aber jetzt erstmal Wasser und Tomatenmark. Und das Ganze wird jetzt erstmal vermengt. So, mir persönlich reicht die Wassermenge jetzt schon aus. Es sollte einfach ein ja schon recht klebriger, zusammenhaltender Teig, wenn man es so nennen kann, entstehen. Je nach Reiswaffeln, die ihr verwendet, oder Maiswaffeln von mir aus auch, kann die Wassermenge ein bisschen unterschiedlich sein. Daher tastet euch da langsam ran. Jetzt gebe ich noch die geschnittenen Zwiebeln dazu. Vermenge die noch unter und dann folgen noch Kräuter und Gewürze. Ich habe jetzt hier gehacktes Liebstöckelkraut vom Balkon dazugegeben, außerdem Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Die genaue Menge an Salz ist zum Beispiel abhängig davon, ob ihr gesalzene Reiswaffeln oder ungesalzene Reiswaffeln kauft. Ich habe ungesalzene verwendet und brauche deshalb gegebenenfalls ein bisschen mehr Salz. Probiert euch da einfach aus, wie viel ihr da genau benutzen möchtet. Und Liebstöcke könnt ihr auch durch Petersilie zum Beispiel ersetzen oder auch noch Schnittlauch oder sowas dazugeben. Ja, bleibt euch überlassen. Und das wird jetzt einfach auch noch schnell untergeknetet.